Wir kommen jetzt auf die andere Seite vom Hotel, nämlich auf die Investorenseite. Dr. Volker Kraft ist Geschäftsführer der ECE Real Estate Partners, die sich vor allen Dingen im Fondsmanagement um Hotelimmobilien und Einkaufszentren kümmern. Und er wird uns ein bisschen ja, die Hotelimmobilie aus Investorensicht näher bringen. Er ist Absolvent der HSG, also der Hochschule St. Gallen, wie man bei uns sagt. Und ich freue mich sehr auf den Vortrag. Das ist Ihre Bühne. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, es freut mich sehr, hier zu sein. Besonders schön, wieder die Gelegenheit zu haben, persönlich zu sprechen. Und freut mich auch sehr zu sehen, dass hier viele Teilnehmer gekommen sind heute. Vielleicht das Konferenzbusiness ja noch nicht ganz abgeschrieben ist, sondern langsam auch wieder zurückkommt. Ja, mein Name ist Volker Kraft. Ich verantworte den Investment-Management-Bereich der ECE-Gruppe. Die ECE ist ein privates Unternehmen im Besitz der Hamburger Otto-Familie, die vielen von Ihnen wahrscheinlich vom Otto-Versand bekannt ist. Die ECE selbst ist eher bekannt aus ihren Einkaufscenter-Aktivitäten. Wir sind Europas größter Manager von Einkaufszentren mit ca. 200 Centern unter Management. Aber wir sind eigentlich quer über alle Immobilienklassen aktiv als Entwickler und über das Family Office der Familie Otto und über unsere eigenen Immobilienfondsaktivitäten eben auch als Investor. Wir entwickeln Logistik, Büros, Wohnen, eben auch Hotels haben in unserem Investmentgeschäft ca. 5 Milliarden Assets under Management, machen das in einem vertikal integrierten Unternehmen, 3.500 Mitarbeiter. Ja, und sind eigentlich nicht so sehr bekannt für unsere Hotelkompetenz. Die spielt aber bei uns durchaus schon seit mehr als 10 Jahren eine ganz gewichtige Rolle. Und zwar aus verschiedenen Blickwinkeln. Wir investieren seit über 10 Jahren in Hotelimmobilien als Investor, eben über unsere eigene Bilanz, über die Familie Otto. Wir sind einer der aktivsten Hotelimmobilienentwickler, haben in den letzten Jahren fast 3.500 Zimmer entwickelt für verschiedene Brands. Und wir sind tatsächlich auch im Hotelbetreibergeschäft aktiv als größter Anteilseigner der Ruby Hotelgruppe, die hier übrigens auch in Frankfurt gerade ein sehr schönes Haus eröffnet hat. Ja, also Investmenterfahrung, Entwicklungskompetenz, Betreiberkompetenz, das verbinden wir, weil wir glauben, dass alle diese drei Zutaten sehr, sehr wichtig sind, wenn Sie im Hotelbereich erfolgreich investieren wollen.